Weiter geht's mit dem letzten Teil für diese Woche mit wiederum zwei Rennen. Also es sind jetzt immer zwei Rennen, so wie ich das gerade sehe hier. Nummer 1, 1, 1, 1. Okay, nächste Woche sieht es ein bisschen anders aus. Dann haben wir nochmal eine Woche hier mit dem Ding. Und dann geht's weiter mit dem Finale. Aber dann gucken wir mal. Wir haben noch 1, 2. Moment, die Woche noch. Nächste Woche noch. Dann 2 Wochen. Ja. 2, 3 Wochen noch, dann sind wir hier durch mit der Karriere. Und dann geht es ja weiter schon mit dem nächsten Teil da oben. Also zumindest mit dem. Wir hauen ja komplett durch, ne? Ja, Season 1, Season 2, Season 3. Naja, gut, okay, rein jetzt. In die GT-Serie. In Crescent. Das werden wir dann heute sehen, was wir da so auf die Reihe kriegen. Wir sind am Crescent Valley Raceway. Crescent. Heute die Grid World Series. Ach, schon wieder Regen, ey. Kann das auch mal trocken fahren? Mal sehen, wer diese nasse Oberfläche bezwingen kann. Man muss die Limits kennen und sie hierfür anpassen können. Dann hat man eine gute Chance. Es ist klar, dass sich einige Fahrer hier mental zurückhalten werden. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und auf, auf. Na, kommt jetzt. Das 14 ist natürlich nicht das. Ja. Da stehen wir so schön alle ineinander. Er hat sich so breit gemacht, dass er sich. Und mein Teamkollege drücke ich natürlich noch draußen, das ist klar. Über Achter. Heute auch wieder zwei Rennen, definitiv. Also heute und Montag sind wir auf jeden Fall zwei Rennen. Das war jetzt so Chemie sich so vor die Nase, dass sie die quasi noch vorbei drücken muss. Oh mein Gott, nimm deine Karre da weg, Kollege. Ich sehe das auch noch nicht von mir. Jetzt. Problem dadurch, dass der mich jetzt blockiert, da komme ich nicht vorbei. Ja, das kann doch nicht Pass sein. Auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ja, was soll ich denn da machen? Wie soll man hier ein Auto da wegnehmen? Ja gut, dann nehme ich mir die Lücke mal mit und gehe dann auf Platz 2 vor. Letzte Runde. Letzte Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Aber der hat sein Tempo auf der Geraden, das ist das Problem. Und dann drückt er sich so davor, dass ich. Geh mal weg da okay. Jetzt. Da wird jemand nicht glücklich ja, sein. Das ist mir schon klar, dass du nicht glücklich sein wirst. Weil man brauchst du mir nicht mit Daumen vor die Karre zu sitzen. So. Jedenfalls führen wir jetzt das Rennen an. Und das wäre schon der erste Schritt in Richtung Seriengewinn. Naja. Das Wetter macht natürlich nicht einfacher. Dass es ziemlich rutschig ist. Ja, einringen sehen wir danach ja noch.
Dann haben wir den Auftakt zumindest mal gerockt schon. Okay, machen wir gleich weiter mit dem zweiten Teil. Also im zweiten Rennen. Okay, weiter geht's. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Ist gut, okay. Dann, let's go. Grand Circuit in Japan. Was wollen wir noch schon gewinnen? 15. Rang, 2 Runden hier. Der Kollege steht links weg vorne und das ist nicht mein Problem. Wir versuchen uns trotzdem irgendwie nach vorne zu setzen. Oh, haut ihm ab hinter mir. Gut, das ist eine Strecke, die ein bisschen weitläufiger ist. Das heißt, wir können. Ah, oh, die Sonne macht es natürlich sehr viel einfacher. Momentan. Mittlerweile. So. Ich komme aber auch nicht. Bei dem hier. Die Katze ist mit seinem Scheiß, mit seiner kleinen Möhre hier, wo die Nase fliegt. So, jetzt. Hab ich mal. Hier, weil er mir ganz mit seinem scheiß Auto von der Nase rumfliegt. Ich sehe das Auto von mir nicht, das ist das Problem an der Sache. Weil ich ein Auto von mir nicht sehe, kann ich auch nicht überholen. Ja. Aber von mir. Genau, der Teamkollege gießt mir auch auf die Nüsse. Siebter momentan. Ich kann mit dem Teamkollegen jetzt gerade nicht helfen. Ja, sag ja, der hier genauso. Ich seh dich nicht. So, halt die Führung hier. Nee, Nase. So, da gehe ich mal mit dem Tempo. Und hol mir mal 3 Plätze gerade. Ah, das war klar. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Boah, was ist denn heute hier los? Geh da lieber auf Abstand. Ja, haben mich dann alle weg. Wenn du Zweiter bist und dann weggeschossen wird, einfach. Ja,
Ja, ist das ärgerlich gerade. Ich war so schön das Feld durch. Ich hab jetzt alle, die ganzen Vollidioten wieder vor mir. Ja, die sind alle schon natürlich in der letzten Runde da vorne. Ich hänge momentan auf der 15. Und darf jetzt mir erstmal meine Jungs da vorne wieder versuchen, alle einzufangen. Weg damit. 2:41 ist die Rundenzeit, also das ist eine ewig lange Runde. So schön vorne dabei. Ich war Zweiter und dann kriegst du sie alle wieder an die Backe. So, den Kollegen kassieren wir mal aus auf der Linie. Hast du das? Den sehe ich hier im Moment. Hier, gib mir. Ja, dann lass mal vorbei, ist okay. Dann haben wir noch P11 und 12 fest. Hau ab. Gib mir noch. Genau, drück den mal da vorne da. Oh, Alter! Ja, ich sehe die Typen nicht. Ich weiß nicht, was das heute ist, aber ich sehe die Typen nicht. Beide nicht. So, den einen habe ich jetzt schon mal von denen kassiert wieder. So, weg damit. Oh, geh mir. Ich komme nicht weg. Weil der dann in dem Moment, wenn ich auf die Bremse gehe, geht der mir ebenfalls auf die Bremse. Und jetzt habe ich sie alle wieder an mir rum. Ey, geh doch mal weg, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Und dann scheiß Geblocke, die gehen mir. Ja. Dankeschön, du Sackjunge. Hast du gut gemacht, ey. Jetzt bist du 16. Glückwunsch, ey. Ey, das ist. Ich war 10. Der blockt mich weg, drückt, bremst mich weg. Wenn ich auf die Bremse gehe, geht der auch auf die Bremse und dann drückt er mich weg. Ja, wenn du so glücklich bist, du Sackjunge. Mir noch das Rennen zu versauen, die Gruppe der Serie zu versauen. Ja, bin ich so 15. Ich war 2. Weißt du? Oh Mann. Die werden mit ihrer Scheißarbeit auch noch belohnt. Na ja, komm, schieß dich noch weg am besten, ne. Drecksack, Alter. Die ganze Zeit, ich komme den Scheiß bei den Pennern da nicht vorbei und dann drückt der mich und schießt der mich dann einfach weg. Na, ja, du hast Spaß, mir die Serie komplett zu versauen. 2. Ja. Ich wäre weiter vorne gewesen, definitiv. Wenn ich verdiene auf die Fresse, wie da jetzt verdiene auf die Fresse kriegen würde, ist ja kein Problem, aber das ist so eine scheiß Aktion, ey. Na, der geht auf die Bremse, ich muss einfach den versuchen wegzublocken. Und dann schieße ich den am Ende noch weg. Naja, gut. Letzte Teil sehen wir uns dann am Montag.